Warum ich im Kern für Wachstum plädiere, ist tatsächlich, und das schlägt sich eben in diesen Zahlen nieder, nur das Wachstum ermöglicht weiterhin Innovation und technologische Entwicklung und kann dahin führen, dass wir zwar weiter wachsen, dass wir weiter uns ein besseres Leben erarbeiten und erwirtschaften, aber damit mit der Zeit dem Planeten weniger schaden und sogar bestimmte Prozesse rückgängig machen können.